Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Star Wars Battlefront. Ja, und heute werden wir ein bisschen Friedhof der Giganten in dem Modus Vorherrschaft spielen, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und es ist eher so eine, ich will jetzt nicht sagen Let's Lappen-Serie, aber ich bin noch nicht so wirklich gut im Spiel. Also es wird so ein Spiel, wo ich durch das Let's Play mich ein bisschen verbessern wäre, aber ich glaube, das ist auch eventuell der Reiz, hier das zu sehen. Ach komm, das ist doch Müll. Weil eben das hier so ein bisschen einen vielleicht anreizt, das zu sehen, wie er halt mal verscheißt, wie er direkt ins Kreuzfeuer latscht. Vielleicht, ich weiß nicht. So, da, was geht hier ab? Na, jetzt sehe ich nichts mehr. Und wird er genascht? Oh! Lucky Punch. Wir müssen uns sammeln. Die Rebellen rücken schnell vor. Oh, was haben wir? Oh, sehr schön. Sehr schön. Ah, schade. Nur ein Assist. Aber da wird er dann auch genascht. Nach zwei Kills wird er dann das erste Mal genascht. Und ja, und ich probiere das Headset aus, mal gucken, wie es läuft. Ich muss mich hier, denke ich mal, von Sprachen auch nochmal dran gewöhnen, damit es nicht so viel rauscht. Ja. Wir wissen von einem Informanten, dass Skywalker an eurem Quadranten ist. Ja, schade. Das wäre ein guter Kill gewesen. Ah, da passt der. Da gammelt er hier rum. Also. Die Musik ist extrem episch. Oh. Oh, was hatte der denn? Och komm, der hatte doch echt nichts mehr. Dabei hatte ich jetzt echt Pech. 3-2, das geht ja sogar noch. Wieso verlieren wir den? Wir müssen uns neu formieren. Wir haben einen Kontrollpunkt verloren. Ja, der wäre voll die Flinte gelatscht. Ich glaube, das ist Luke. Oh, das war ein Thermaler. Plunder. Wir halten einen Kontrollpunkt. Gut gemacht. Das ist das Ende von Skywalker. Von dieser Art. Ah, Mist. Da wurde ich von der Seite über genascht. Wo ist er denn? Er hat auch 3-2, ist aber... Na gut, wir haben eben halt die Kill-Assists gemacht. So, das wäre auch eine ganz bittere Kiste gewesen, hätten wir den jetzt nicht geholt. So, wir haben wieder volle HP. Da kommt er. Und er kassiert. Er kassiert ein bisschen... Ist hier noch jemand, der gerne einen... Hier möchte noch einmal... Und noch einer möchte einen haben. Der kriegt da auch noch direkt einen gewischt. Und wir werden danach von der EE3, nämlich hier Boba Fetts Waffe, gesichtet. Kurze Info, ich habe den Star Wars Film heute, ist übrigens der 24.12.2015, noch nicht gesichtet. Und fühle mich deswegen wie eine Moorrübe. Warum, man weiß es nicht. Ich diesen Film noch nicht gesehen habe und ihn erst im neuen Jahr höchstwahrscheinlich sehen werde. Ich werde ihn auf jeden Fall im Kino sehen, denn ich denke, egal ob der Film jetzt super gut ist oder auch nur ein, selbst wenn es nur ein billiger Abklatsch ist, weil ich was ich echt nicht erwarte, lohnt es sich, diesen Film zu sehen. Weil allein schon, ich will jetzt nicht sagen bildgewaltig, aber ist wird sehr gut sein, nehme ich mal an, weil es halt Star Wars ist und ja. Ich glaube, dass es ein bisschen risky ist, hier sofort zu latschen. Aber hier ist keiner. Mal gucken, was haben wir hier? Wahrscheinlich laufe ich jetzt in die Falle. Doch nicht. Komm, kriegen wir. Schön. Eine Bombe. Ja, komm. Geh zur Bombe. Hier ist doch das Rebell. Nee, oh, hier hat jemand nur die Armbrust benutzt. Ich weiß gar nicht, ab wann man die hat. Ah, jetzt gammeln wir. Ah. Aber immerhin haben wir ihn noch weggeholt. Da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet.
dass ich hier vom Thermaldetonator genascht werde. Und ja, ich nehme mit der... Oh, was? Wo ist das? Ist es noch da? Nee, schade. Ich nehme mit der Aver Media Game Capture 2 auf. Ein sehr gutes Gerät. Zumindest bis jetzt. Allerdings auch nur einen Tag getestet. Schade. Ja, das sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ach so. Pff. Wenn er sowieso direkt neben mir steht, ist es letztendlich auch egal. Auch Platz 5, das geht doch noch klar. Auch wenn wir ein bisschen Lack haben. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Das geht doch noch. Oh, moin, Luke. Wie geht es dir denn heute? Hast du guten Müsli gegessen? Ich auch. Oh, da ist noch mal einer, den wir uns noch mal naschen können. Schön. Die EE3 ist eine gute Waffe. Ah, da haben wir es knapp verfehlt. Er hatte nichts mehr, aber... Hier mit dem Sennheiser PC 320, glaube ich, auf. Komm, den müssen wir... Ja, komm. Das ist doch lächerlich. Die Impulskanone ist doch eigentlich lächerlich, finde ich. Wie gesagt, ich mache mir auch keinen Druck zu der Serie, weil es ist halt ein Let's Play, sozusagen. Komm, oh Mann. Ja, das war jetzt gerade nicht unbedingt optimal von meiner Seite. Nick Soka 900 ist mein Gamertag. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Oh nee, den Hoodie hole ich mit. Ah, schade, schon. Wohl schon genascht. Hier war doch einer. Ja. Ach, komm. Oh, komm, das ist doch, ja, die DL44, die ist einfach richtig OP, das ist diese OP-Waffe, schlechthin. Haltet die Augen nach feindlichen Einheiten auf. Sehr schön. Ach, scheiße, Körperschild. Wir kontrollieren die Schlacht. Rückt vor, wenn ihr soweit seid. Wann verliert er das Schild? Jetzt. Ah, Mist. Zu langsam agiert. Okay, jetzt, das ist zu weit hinten jetzt. Ich probier's mal. Vorzurücken. Friedhof der Giganten ist ja diese Map hier. Oder, auf der anderen Seite heißt es ja Guazuanisches Ödland. So, wir probieren's einfach mal. Haben wir hier welche? Nö. Keine Rebellen, fast ne, keine. Er hier. Er möchte kassieren, wenn wir nicht vorher einen gewischt kriegen. Ach komm. Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Schlag sie zurück. So, dass wenn das nicht verdient wäre, dann... Wir wissen von einem Informanten, dass Skywalker in eurem Quadranten ist. Na super. Ja, schön. Dann habe ich mal lieber einen Schuss abgewartet. Wir sind immer noch hier und versuchen... uns ein bisschen hochzuschaufeln. Wir übernehmen, aber wie hart sie einfach vorrücken, ist ja mega. Oh, das war's dann, ja, die DL44. Aber ist halt dann auch abgegradet, muss man dann einfach so sagen. Ist ja Han Solos Blaster. Ich hole gleich auch meinen Blaster raus. Bloß, dass ich ein Blaster-Gewehr habe. Oh. Der Typ ist gut. Platz 7, 13, 12. Geht doch noch einigermaßen in Ordnung, finde ich. Also ist es natürlich nicht mega... Oh, hallo. Geht's dir? Ich wusste gar nicht, dass man pacen kann und dabei ablenken kann. Nun habe ich es gelernt. Ich spiele eigentlich FIFA sonst. Wo? Wo? Ja, komm. T21B, das ist doch auch diese Sniper-Waffe. Jetzt gerade gehen wir etwas unten... Oh. Gehen wir etwas unter. So. Besser gesagt, ich gehe unter. Ihr könnt ja nichts für meinen Versagen. Guck mal, er gammelt hier doch rum. Warum naschen wir uns ihn nicht? Wir naschen ihn einfach. Aber wie hart der rumgebackt hat. Hat ich auch schon mal, das Layer hat bei mir mal hart rumgebackt.
Das war recht spektakulär. Komm, holen wir noch, holen wir noch. Schade. Jetzt werden wir genascht. Doch nicht. Der Maler Imploder. Er implodiert. Ich werde gleich implodieren. Hier werde ich den Implodierenden hinwerfen. Was? Schade. Mann. Ich habe keinen weggeholt. 17, 15. So. Das hasse ich. Ja. Wer sonst? Welche Waffe sonst? Welche Waffe sonst? Ich meine, die EE3 ist auch sehr gut, aber es ist immer noch nicht die DF44, weil sie einfach extrem OP ist. Hallo? Ah. Dieses Spiel ist sehr, sehr schnell im Vergleich zu Plants vs. Zombies, for example. Aber das auch nur so... Oh. Ja. Die Waffe finde ich eigentlich ganz witzig. Camino Fett. Hier unser Typ. Ist ja auch irgendwie ein witziger Name. Scheint überhaupt kein Star Wars Fan zu sein. Ist auch keine Verbindung von Django zu Camino. Wir wissen nicht, dass der Django der Klonspender ist. Muss. Oder wer ist nochmal der Klonspender? Zam Bessel? Mal überlegen. Schade. Ja, komm. Ah, ja, Tamala. Aber es war noch nicht mal ein Imploder. Von daher. Komm, was müllt der rum? Hier. Ist hier jemand? Doch nicht, der fliegt nur durch die Gegend. Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Sieht's aus? 18, 18. Naja. Solange ich nicht in der Negativbilanz lande, bin ich mit mir selbst doch sehr zufrieden. Wir haben noch 3 Minuten. Um hier. Es sieht ganz neutral aus. Das scheint auf einen Unentschieden hinauszulaufen. Nehme ich mal an. Bisschen Pech habe ich ja im Spiel, ne? Aber weil sie hier immer von meiner Nase genascht werden. Und dann kommt... Ja, verdient. Oh, da kommen sie. Ah, da habe ich ein bisschen rumgepasselt. Ungelügt, ungelackt. War das ein Rebell? Nö. Ich verschwinde einfach mal vom Territorium. Und gehe mal nach vorne. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Die Chance, dass ich jetzt sofort geholt werde, ist recht groß. Da kommen sie schon, die Schüsse. Ah, hier ist ja jemand. Oh, geil. DL44 hundertprozentig, ja, das war klar. Das hat man doch schon gesehen, sonst wäre der Typ doch weg gewesen. Okay, ein bisschen Dummy war ich auch. Aber, also, meine Sprache macht das Let's Play aus, sozusagen. Hallo? Hä? Oh oh. Unsere Truppen übernehmen einen Kontrollpunkt. Das ist aber jetzt echt hart verwirrend. Komm, möchtest du einen... Oh, ich krieg echt einen gewischt T21. Schade. Ich krieg echt einen genascht von ihm. Diese Impulskanone, ich bin richtig schlecht mit der, weil ich einfach... Ich bin einfach nicht so der Battlefronter. Noch nicht. Aber ich mag das Spiel. Ich finde, sie setzen zwar wenig auf Tiefgang, aber das kann man verkraften. So, diesmal habe ich gewonnen. Die Impulskanone hat nicht gesessen. Die hat er bestimmt geupgradet. Ja, hat er. Sonst hätte er die nicht gerade eben wiederverwenden können. Ich finde die auch nicht so krass. Hätte mir natürlich nicht damit nicht genascht. Wäre natürlich eine epische Kiste gewesen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das Spiel jetzt gerade echt umgedreht hat. Aber warum denke ich das? Hier ist jetzt einfach mal niemand. Normalerweise sind wir doch von der anderen Seite dahin gelatscht. Oder bin ich jetzt komplett durch den Wind? Wahrscheinlich ja. Weil wir einen erobert haben. Oder wir haben einen verloren. So, habe ich ein bisschen glatt genutzt. Der ist gut. Der war auch schon in meiner Proberunde dabei.
So. Sie erobern den letzten Kontrollpunkt. Ich nehme ohne PC auf. Im PC-Free-Modus. Und ich glaube, dass der PC-Free... Also, ich empfehle allen, den PC-Free-Modus zu verwenden. Mann, hätte ich naschen können. Hätte ich ihn in der Luft getroffen. Puh. Da hatte ich aber mal Luck. Oh, da kommt er dann. Ja, das ist ein guter Spieler. Das ist echt ein 23 Kills ist für mich echt gut. Das, also, jetzt werden hier, wenn hier Zuschauer sein, die das deutlich besser können, klar. Sehe ich auch, ist klar. Oh, er passiert sich an die Blasterkanone. Aber dann ist es halt, das nochmal in der Aufnahme zu zeigen. Es ist schon was anderes. Und ja, dann darum geht's. Also, ich nehme mal, dass ich nicht der Beste bin, das seht ihr selber. Aber ich bin auch nicht der Schlechteste. Und man kann nicht so sagen, dass ich nur Glück hatte. Vielleicht ein bisschen, aber ich hatte auch Pech. Ich würde sagen, es ist eine ganz gute Runde letztendlich. Das kennt man ja von Shootern. Immer gute Runden, manchmal man schlechte Runden. Ja, dann hast du noch genascht, bevor du selber geholt wirst. Da ist einer. Der fliegt jetzt hier rüber und kriegt direkt einen mit. Oh, wir haben noch einen. Erziele 25 Kill, Kampfmeister. Gut. Und damit beenden wir direkt dann auch die Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonnieren, Daumen nach oben. Oder ihr lasst es. Oder ihr schaut euch einfach nur das Video an. Dann sage ich, danke und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.